Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast für Sam, Soul and Mind. Mein Gast heute, Helmer Rudolph, mein Lieblingsgast und ich glaube auch der einzige für meine Podcasts. Schön, dass wir uns mal wieder haben. Hallo, liebe Sam, schön wieder dabei zu sein. Ja, wir haben ein bisschen hin und her orakelt, was wir uns denn heute als Thema vornehmen wollen, sodass wir gute Impulse an die Zuhörer rausgeben können, dass wir so ein bisschen auch die Zeit treffen, in der wir uns gerade befinden. Ja, und dann natürlich nichts unbedingt wiederholen, wobei Wiederholungen ja gut sind, habe ich schon auch gelernt mit dir. Nichts unbedingt so wiederholen, was wir ja schon in unseren vorherigen Aufzeichnungen hatten. Ich würde sagen, eigentlich auch anders, weil wir können das ja auch mal kurz zum Anlass nehmen, mal in die Runde zu fragen, was sich bei den Zuhörern und Zuhörerinnen in der letzten Zeit getan hat. Dadurch vielleicht, dass sie diesen Podcast gelauscht haben, weil das machen wir ja nicht, um uns irgendwie selbst zu befriedigen, sondern das tun wir ja, um wertvolles Wissen in die Welt zu tragen, was dann idealerweise angewandt wird, dann seitens derer, die es hören. Und da würde mich das echt mal interessieren, wer da oder bei wem da vielleicht der Schalter umgelegt worden ist oder wer welche Veränderungen im Leben vorgenommen hat oder zu neuen Erkenntnissen gekommen ist. Das würde mich echt interessieren. Weil ansonsten, ich meine, wir beide müssen uns das ja nicht erzählen. Naja, wir können das uns auch erzählen, ohne dass wir es aufzeichnen, weil so eine Erinnerung ist ja immer ganz schön, geht mir ja genauso. Also mein Grund, warum ich diese Podcasts und diese Arbeit überhaupt mache, ist, um auch was zurückzugeben, was ich mal von Lehrern oder als Impulse eben bekommen habe und Menschen die Hand zu reichen. Und ja, wenn du da schon so eine Vorlage gibst, dann nehme ich die nochmal mit und spreche auch die Zuhörer direkt an und bitte wirklich um Feedback oder auch um Wünsche, was wir vielleicht beleuchten sollen. Ich meine, mit dir, Helmer, haben wir einfach einen super Experten, der beste Punkt Coach, kann ich nur sagen. Genau. Ja, und können uns von dir ganz, ganz schöne Ideen abholen und ich reflektiere das auch dann immer gerne mit dir im Gespräch und wer weiß, ob wir uns auch nicht sogar demnächst gemeinsam vor der Kamera befinden. Ich ahne da sowas. So, also eine Einladung an die Zuhörer, uns zu schreiben, uns so ein bisschen die eigenen Kenntnisstände zu geben, Fragen, Anregungen, Wünsche mit reinzulegen und wir fangen vielleicht heute damit an, ja, das Thema Impfung Kinder und was tatsächlich immer noch weiter so an Maßnahmen und Repressalien gerade auch in Deutschland zu erfahren ist, macht doch den einen oder anderen noch nervös und bringt ihn aus der Mitte. Und in der sollten wir uns ja im besten Fall immer aufhalten, also die eigene innere Mitte. So ist es, wobei das Thema Impfung natürlich nur in dieser Hierarchie irgendwo ganz unten steht. Das ist ja nie primär. Das ist ja nur eine Auswirkung von einem Gedankengut bestimmter Menschen oder Gruppierungen oder Interessensverbänden, weil letzten Endes ist das ein riesiges Geschäft. Also im Englischen heißt das Racket. Es ist einfach eine Geschäftemacherei. Es hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Das wissen wir. Das weiß ja jeder, der sich ein bisschen damit befasst hat, weiß ganz genau, dass das nichts mit einer gesundheitsfördernden Maßnahme zu tun hat, sondern das ist einfach beschlossen worden. Die Motive dahinter erschließen sich mir nicht genau. Also im wahrsten Sinne des Wortes genau. Alles weiß ich nicht. Ich kann da auch nur bestimmte Vermutungen aufstellen. Ich kann bestimmte Querverbindungen ziehen. Wissen tue ich es nicht. Aber wir wissen, und das ist ja eigentlich alles, was uns interessiert und wo wir wirklich Macht und Kraft haben, ist, dass es keine Gesundheitsmaßnahme ist. Es ist eine Maßnahme, anderen Geld zu verschaffen, zu polarisieren, andere zu stigmatisieren und letzten Endes mehr zu trennen, und somit zu herrschen,
weil es, den Spruch kennen wir alle, teile und herrsche. Und das ist ja das, was jetzt gerade stattfindet. Du hast die getesteten, genesenen und geimpften auf der einen Seite und du hast die gesunden auf der anderen Seite. Und die Gesunden fühlen sich mehr und mehr quasi diskriminiert und ausgeschlossen. Das heißt also, wenn du wirklich auf dich aufgepasst hast und alles befolgt hast, so nach dem Motto, dann alles befolgt nicht, aber was deine Gesundheitsmaßnahmen anbelangt, Abstand etc., dann wirst du jetzt sozusagen diskriminiert, weil du eben weder getestet noch geimpft noch genesen bist. So, aber wie gesagt, da haben wir halt, das können wir erkennen, dass da gespalten wird und dass diese Spaltung eben immer denen zugutekommt, die das Spalten tun. Und, so, und wir sprechen ja nun die an, die vielleicht dann auch eben genau in diese diskriminierte Ecke geschoben wurden. Ja, also ich vermute, das sind vorwiegend die, die uns auch zuhören. Ja, das ist grundsätzlich, also das gilt es zu erkennen, das ist jetzt völlig losgelöst vom Thema gesund, genesen, geimpft, getestet, das ist generell der Fall. Und dadurch erkennt man eben die Gesinnung derer, die momentan noch, Betonung auf noch, die Macht haben. Weil eine höhere wohlgesonnene Regierung oder eine höhere Macht, eine wohlgesonnenere Macht würde immer auf Einheit ausgerichtet sein und nicht auf Trennung. Würde immer das Wohlbefinden der Gesamtheit in Anbetracht oder in Betracht ziehen. Und hier kann man halt ganz klar erkennen, dass das nicht der Fall ist. Und dementsprechend kann da auch ganz schnell und sehr konkret die Schlussfolgerung gezogen werden, dass das, was die da oben veranstalten, da oben ist relativ, weil sie eigentlich sind sie ganz unten, was die da unten veranstalten, lebenswidrig ist und dementsprechend keinen Bestand, keine Dauer, kein Prinzip hat. Das heißt, dass so eine Sachen spielen sich immer irgendwie für eine Zeit lang aus und dann sind sie vorbei. Aber bis sie vorbei sind, dauert es halt. Und dieses Dauern heißt, dass die Masse der Bevölkerung erstmal aufwachen muss, um zu sehen, welch übles Spiel mit ihnen gespielt wird. Weil durch die Polarisierung und wenn du nicht im Vollbegriff deiner Sinne bist und deiner Fähigkeiten bist, lässt du dich eben polarisieren, lässt du dich auf die eine oder auf die andere Seite schlagen und bist nicht in der Lage, da eine neutrale Stellung einzunehmen oder zu erkennen, welches Spiel mit dir gespielt wird, indem du sozusagen selber eine Seite einnimmst. Ich sage nicht, dass du die andere einnehmen sollst. Ich sage nur, du sollst erkennen, dass hier ein ganz übles Teile- und Herrschespiel gespielt wird, mit dir gespielt wird und welche Auswirkungen das letzten Endes hat. So, du allerdings, ne, jeder von uns hat die Möglichkeit, das zu hinterschauen, das zu hinterfragen und sich da anders zu verhalten. Und dieses andere Verhalten, und da gehen wir wirklich tief rein in den Kaninchenbau, kann ja sehr viele Formen annehmen. Das kann die Kommunikation mit Lokalpolitikern sein, das kann Konsumverhalten sein, das kann Kommunikation mit der Familie, mit dem Umfeld sein. Was auf jeden Fall stattfindet, und da werde ich so ein bisschen lateral, ist, dass einfach momentan eine Zeit ist der großen Veränderung. Wir können einfach nicht mehr so weitermachen wie bisher. Wir können nicht alle 4 Jahre unsere Stimme abgeben und dann glauben, die machen schon alles richtig für uns. Wir haben ja unsere Stimme abgegeben, in die Urne eingeworfen, sozusagen unsere Stimme beerdigt. Sondern wir müssen oder kommen nicht umhin, wir kommen nicht umhin, einfach aktiver zu werden, lokal aktiver zu werden. Das heißt, unsere Denke umzustellen, unsere Handlung umzustellen. Denn so, wie wir bisher gemacht haben, geht es nicht weiter. Denn wir sehen jetzt ganz klar, in welche Richtung das geht. Naja, und vor allen Dingen erstmal seine Stimme bei sich zu behalten und ich nenne es ja dann immer, diese eigene Souveränität zu leben, tatsächlich. Man muss jetzt nicht kommunalpolitisch aktiv werden, ja, sondern wenn man schon einfach für das gerade steht und das
auch vorlebt in der Familie, im Freundeskreis und dann eben in der Gemeinde, für was man eben sein Herz schlagen hat, dann ist man schon mal ein großes Stück weiter. Naja, deswegen haben wir auch die letzten Wochen damit verbracht, dieses Grundlagenwissen zu vermitteln, damit diejenigen, die uns zuhören, die Chance haben, sich damit eingehender zu befassen und somit in ihre eigene Macht und Kraft zurückkommen. Denn durch dieses Teile und Herrsche wird man geschwächt. Mhm. Und diese Schwächung sollte man idealerweise eben nicht zulassen. Du siehst, da ist ein Impuls von außen und da liegt es ja immer noch an dir selbst, auf diesen Impuls einzugehen oder auch nicht. Und wenn du in dir ruhst, alles tust, dich eben von dem Pendel, wie Vadim Seeland das so schön schrieb, nicht mitreißen zu lassen, sondern es unter dir durchschwingen zu lassen, dann stehst du sehr viel besser da und dann kommst du auch nicht in viele der Probleme, die erfahren, die sich von diesem Pendel eben mitreißen lassen. Und der Gedanke, der mir kam, kurz bevor wir uns zusammen telefoniert haben, war der, dass du eigentlich, solange du atmest und solange du noch einigermaßen denken kannst, vielen ist das mittlerweile vielleicht abhanden gekommen, ich weiß es nicht, aber solange du noch einigermaßen denken kannst, hast du eine Wahl. Das, was jetzt ist, das, wovor du vielleicht gerade stehst, mit dem du dich konfrontiert siehst, ist nicht absolut. Das ist relativ. Dazu gibt es auch andere Möglichkeiten. Bloß wenn du selber, und da kommen wir ganz zum Anfang zurück, wo wir über das Master-Key-System gesprochen haben, wenn du diese Wahl nicht in Anspruch nimmst, ansprichst, kann sie sich für dich auch nicht verwirklichen. Und ein anderer nimmt das in Anspruch. Genau, und die Chance ist da, jeden Tag oder eigentlich jede Stunde, jede Minute sich neu zu entscheiden. Dieses Geschenk eigentlich der eigenen Kraft und der eigenen Macht zu fühlen, zu sagen, ich kann mich genau jetzt umdrehen und kann es anders machen. Es liegt ganz allein an mir selbst. So das ist es. Und macht die Freiheit. Freiheit im Kopf, Freiheit im System. Richtig. Und die Grundantwort, wenn ich das mal so in Anführungszeichen setzen darf, heißt immer Natur. Das heißt, es ist nicht die Natur, die dir irgendwelche Probleme bereitet. Auch nicht ein Virus. Dementsprechend ist es die Welt des Menschen, der bösen Absichten, und selbst wenn sie nicht böse sind, der anderen Absichten, die dir Probleme bereitet. So, und wenn du erkennst, dass das die Ursache für deine Probleme ist, dann entzieh dich doch bitte dieser Welt der Menschen, soweit es dir nur Menschen möglich ist. Geh in die Natur. Verbringe so viel Zeit an einem Ort, der dir wohlgesonnen ist. Mhm. Stärke dich. Und dadurch setzt du wieder so viele andere Prozesse in Bewegung, derer du dir zum jetzigen Zeitpunkt noch gar nicht bewusst bist. Das darfst du ja nicht vergessen, denn da, wo du morgen oder übermorgen oder in zwei Wochen stehst, dadurch, dass du was verändert hast, ist ja ein ganz anderer Platz. Da denkst du ja ganz anders. Da bist du ganz anders drauf, da siehst du die Dinge mit ganz anderen Augen. Das heißt, du darfst nie vom jetzigen Zeitpunkt auf die Zukunft schließen. Wunderbar. Komme ich trotzdem mal mit einem Argument, was mir auch gerne gebracht wird. Ja, mit deinen Gesprächen und diesem dann auch Philosophieren und dieses Impulse geben, wie soll denn das umgesetzt werden, wenn man doch aber da und da arbeiten muss und wenn man doch aber sich ein Leben kreiert hat bis dahin, da gibt es eben Verpflichtungen in der Familie und dann gibt es den Arbeitgeber und dann, um mich weiter ernähren zu können, muss ich aber das und das machen. Ich sage das mal mit so einem Stempel, das ist dann auch gerne eine Spaltung und Teilung, die dann auch mir gegeben wird, obwohl meine Absicht wirklich aus dem Herzen und eine gute ist. Ja, mit diesem ESO-Gequatsche, da wird das nichts. Ja, das ist vollkommen in Ordnung und legitim und ist ja auch richtig. Also das ist richtig.
Aber also, Punkt, ich könnte auch eine Antwort geben, aber ich finde es viel schöner, wenn du es machst. Ja, das ist die Antwort ist vollkommen richtig. Dieses ESO-Gequatsche ist ja auch genau ESO-Gequatsche. Aber eben nur für die Person, die das so sieht. Dieses Philosophieren, dieses sich befassen mit Naturgesetzen, mit Ordnungs- und Regelstrukturen auf der untersten Ebene, und damit meine ich nicht irgendwie qualitativ auf der untersten Ebene, sondern auf der fundamentalsten, grundlegendsten Ebene. Wie lautet jetzt mein Nebensatz? Es mag für den Unwissenden ESO-Gequatsche sein, mag er irgendwo abwertend behandeln, aber für die anderen ist das absolute Fundament ihres Lebens, auf dem sie sich ein Leben der, du hast das Wort jetzt gewählt, ich mag das auch recht gern, Souveränität und der Stärke und der Losgelöstheit und der Entspannung und der Liebe und der Freude und des Genusses aufbauen. Mhm. So, und die anderen können das gerne als ESO-Gequatsche, vielleicht, Moment, wir schmeißen nochmal Freimaurer rein und Illuminati rein. Dann und Gatekeeper, geht bei denen, lass uns das Wort Gatekeeper nochmal mit reinschauen. Wir sind Gatekeeper. Ja, das ist über den Gatekeeper sprechen wir gleich nochmal. Das ist nämlich eine wunderbare Steilvorlage. Dankeschön, liebe Sam. Ja, gerne. Leute, die das so sehen, die verschließen sich ja dem, was eigentlich dahinter steckt. Und die haben ja auch aufgrund dieser Geisteshaltung haben sie ja eine negative Einstellung, eine negative Grundlageneinstellung. Und die kann ihn auch keiner nehmen, das liegt dann bei jedem selber, die umzuwandeln in eine positive. Aus meiner Sicht kann ich nur sagen, bringt einen nicht wirklich viel weiter. Das heißt, es ist schon nützlicher, sich auf der rechten als auf der linken Seite zu befassen. Ich sage das jetzt mal mit 25 Untertönen und Nebenbedeutungen, dass man Dinge tut, die rechtens sind, die gerecht sind. Dinge, die Ordnung und Struktur haben, die Prinzip haben, auf die wir uns verlassen können. Denn das ist jetzt der nächste Gedankengang, denn wir können uns nur weiterentwickeln, wenn wir uns auf bestimmte Dinge auf den niederen Ebenen verlassen können. So, und wenn du jetzt sagst, das ist alles ESO-Gequatsche, dieses Zeug, das bringt mir ja auch alles nichts, dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann sei dir diese Geisteshaltung gegönnt. Und dadurch setzt du bestimmte Ursachen, die ihr entsprechende Auswirkungen haben. Ende der Diskussion. Und du wirst dann vielleicht in 2 Wochen, 2 Monaten, 2 Jahren, 20 Jahren vielleicht nochmal anklopfen und wieder mal einen Kurs belegen oder wieder mal eine Frage haben oder wieder mal durch eine Situation laufen, die einfach mies ist. Und die anderen hingegen, die sich damit befassen, die sagen, oh, okay, alles klar, hier habe ich eine Möglichkeit, meine eigene Intelligenz zu entwickeln. Hier habe ich wirklich eine Gelegenheit, mir ein solides Wissensfundament in meinem Leben anzulegen, auf dem ich dann souverän aufbauen kann, auf dem ich meine weiteren Entscheidungen aufbauen kann. Und durch das ich auf die negativen Impulse, die mir jetzt durch die Außenwelt aufgezeigt werden, durch die wirtschaftliche Situation, durch die politische Situation, durch die Verflechtung der Politik mit der Wirtschaft, sprich Gleichverzeichen, also sprich Impfung etc. Mhm. Auf das kann ich dann sehr viel angemessener und souveräner reagieren. Und mein letzter Satz dazu, wenn jemand dann sagt, ja, ich bin doch auf den Job angewiesen. Nein, bist du nicht. Du glaubst nur, dass du auf ihn angewiesen bist. Du hast dich noch nicht mit anderen Sachen befasst. Dementsprechend ist das deine Realität. Du hast dich vielleicht durch irgendwelche Verpflichtungen, ich lasse die familiären jetzt mal beiseite, aber sagen wir mal finanzielle Verpflichtungen, hast du dich in eine Abhängigkeit begeben, bist du in gewisser Hinsicht zu einem Sklaven geworden. Ich meine das neutral, nicht negativ. Du bist zum Sklaven geworden. Du bist abhängig von anderen, weil du bist eine Schuld eingegangen. Du schuldest ihnen etwas, finanziell oder wie auch immer. So. Auch das musste nicht so sein. Auch da kannst du anders denken. Auch da gibt es andere Möglichkeiten. Da würde ich auch gleich direkt einmal reingehen. Vergiss dein Ende nicht. Die Freiheit beginnt im Kopf. Und mit der Verflechtung zu glauben, dass man diese Schuld eingegangen ist, weil es gibt keine Schuld, ja, Ursache-Wirkungsprinzip. Aber mit der Verflechtung kann man genauso geistig ein Ende finden und daraus aus
das ist die Stärke, diesen inneren Mut, den es dann braucht. Und daraus kann man dann eben diesen neuen Weg wählen. Und vielleicht für die ganz am Anfang sind, in kleinen Schritten, es muss ja nicht sofort alles hingeschmissen werden, aber diese Freiheit beginnt aus meiner Sicht wirklich im Kopf mit dem geistigen Sortieren, wie du es auch immer so schön sagst, dann auch den Rückzug, die Stärke aus der Natur holen und dann sich, ich sag mal, einen Schlachtplan machen, wie man Schritt für Schritt diese neue Denkweise in sein Leben integriert und die anderen Dinge dann auch immer weniger werden. Das hast du, da hast du mir schon im Prinzip die Hälfte von dem weggenommen, was ich gerade sagen wollte. Grundsätzlich ist es so, dass die Zeit, die du dich mit dem Beklagen über das, was im Außen passiert, verbringst, eben auch damit verbringen könntest, dich wirklich hinzusetzen und diesen sogenannten Schlachtplan zu machen, das einfach mal aufzuschreiben, einfach mal Bewusstsein, um eine Sache herum zu entwickeln. Und selbst wenn du die Schuld und Abhängigkeit und Schulden und Verknüpfungen, Verpflichtungen etc. nennst, setz dich mal hin mit einem Blatt Papier und schreib das mal auf und dann entwickel mal Bewusstsein um diese Worte herum, was dir da noch in den Sinn kommt. Und du darfst ja nicht vergessen, niemand von uns darf vergessen, dass wir zwar Personen haben, also wir sind ja keine Personen, wir haben Personen, wir sind aber Wesen und die universelle Lebensenergie, die göttliche Energie durchströmt uns alle. Bloß wenn wir bewusst oder unbewusst diesen Einlass verstopfen, zuhalten, geschlossen halten, dürfen wir uns eben auch nicht wundern, dass sich das entsprechend auswirkt. Wenn wir aber dieses Einströmen göttlicher, universeller Lebensenergie erlauben, ermöglichen, kommen eben auch ganz neue Ideen, ganz neue Gedanken zu uns. Und das ist ja nichts anderes als das, was man mit dem Wort Bewusstseinsentwicklung bezeichnet. Mhm. Sich mal wirklich hinzusetzen und sagen, guck mal, das ist jetzt die Ist-Situation. Wie könnte sie sein? Das heißt, stell da mal gegenüber, wie soll sie sein? Entwickel Bewusstsein auf der anderen Seite. Du willst nicht noch mehr Bewusstsein für das entwickeln, von dem du eh schon genug hast und was dir jetzt schon nicht gefällt. Aber das andere, und das ist rein gesetzmäßig, das andere kann und wird niemals kommen, wenn du dafür kein Bewusstsein entwickelst. Und jetzt, liebe Sam, kommen wir zum Gatekeeper. Ja, schön. Hast du eine gute Überleitung gefunden? Der Gatekeeper ist nämlich dein Verstand. Das ist dein Wächter vor dem Tor. Das ist derjenige, der entscheidet, was an Informationen aufgenommen wird und weitergeleitet wird. Und weitergeleitet wird letzten Endes all das, was nicht abgewiesen wird. Der Gatekeeper, der Wächter vor dem Tor, in dein klarer Verstand sollte die Wahrheit vom Fehler unterscheiden können und den Fehler abweisen und die Wahrheit weiterleiten können. Warum? Weil, und da kommen wir wieder zurück zum Anfang, es nicht dein Verstand ist, der Realitäten schafft, sondern der Verstand sortiert letzten Endes nur und entscheidet nur, welche Qualität letzten Endes verwirklicht wird. Die Verwirklichung findet unterbewusst statt. Und hier gilt es eben zu verstehen, und da wiederhole ich mich auch wieder und gerne. Ich wiederhole mich wieder, ist auch schön. Das Unterbewusstsein nimmt an der Beweisfindung nicht teil. Ich wiederhole das gerne. Das Unterbewusstsein nimmt an der Beweisfindung nicht teil. Auf gut Deutsch heißt das, das Unterbewusstsein entscheidet nichts, es setzt einfach nur um. Entschieden wird auf der Verstandesebene. Und deshalb ist es so wichtig, einen klaren, hellen, wachen Verstand zu haben und das Falsche vom Wahren trennen zu können, damit eben nur das Wahre weitergeleitet wird und sich das Unterbewusstsein weiterentwickeln kann. Und da bedarf es eben auf der Verstandesebene hinzuzulernen, Alternativen zu erkunden, sich zu informieren, nicht einfach alles zu fressen, egal von welcher Seite es präsentiert wird oder aufgetischt wird, sondern wirklich mal beide Seiten anzugucken, intelligent zu werden. Und das braucht natürlich Zeit. Und diese Zeit wird einem dadurch genommen, dass man sich über äußere Umstände beklagt oder dass man seine Zeit einfach mit sinnlosen Tätigkeiten verschwendet, vergeudet. Meine Einladung an dieser Stelle ist auch immer zu sagen,
geht in eure eigene Kraft, geht genau in diesen Findungsprozess, also wie du gesagt hast, Zettel, Stift, hinsetzen, aufschreiben, und dann die Impulse, die es vielleicht auf meinem Kanal gibt oder anderen, mit einfließen zu lassen, aber für sich selber zu entscheiden, was lasse ich da jetzt durch und was nicht. Also das ist das Tor vorm Tor, oder wie kann man das dann nennen? Verstehst du, wo ich hin möchte? Zu sagen, wie kann man denn bestimmte Menschen oder Gruppierungen oder Kanäle als Gatekeeper bezeichnen? Ich bin doch mein eigener Gatekeeper. Ja, natürlich. Deine Außenwahrnehmung wird halt durch deine innere Geisteshaltung bestimmt. Es ist nicht, das heißt allerdings nicht, dass alles, was du im Außen wahrnimmst, mit dir selbst identifiziert werden kann. Das heißt, nur weil du einen Baum siehst, bist du kein Baum. Nur weil du eine gelbe Ente siehst, bist du keine gelbe Ente. Das heißt also, da muss man auch vorsichtig sein, weil Wahrnehmung ist nicht gleich Identifikation. Ich kann sehr wohl was anderes wahrnehmen. Die Frage ist halt nur, wie interpretiere ich das? Mhm. Worauf ich hinaus wollte. Du sagst, die Leute sollen in ihre Kraft kommen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die Leute gar nicht wissen, was ihre Kraft ist. Und deshalb, weil sie das noch nicht wirklich erfahren haben, weil sie so überdeckt worden sind von dem ganzen Üblen, was in der Außenwelt passiert, in der Welt des Menschen passiert, immer wieder mein Hinweis, geh in die Natur. Leg dich in Anführungsstrichen so nackt wie möglich irgendwo am schönen Tag auf die Erde, erde dich barfuß, nackt auf den Boden legen, irgendwo, wo du ungestört bist, wo so es ruhig ist, und lass dich sozusagen von diesen Naturkräften mal wieder reenergetisieren. Und diese Reenergetisierung ist ja nichts anderes als ein Kraftzuwachs in dir selbst. Na, das heißt, wenn du dich geschwächt fühlst, weg von den Menschen, raus aus den Städten, rein in die Natur, umarme einen Baum, setz dich auf den Berg, geh an den Teich, leg dich irgendwo auf ein Feld, auf einen Rasen, verbinde dich bewusst mit dieser universellen Kraft, die uns allen jederzeit zur Verfügung steht. Und das ist ja auch wieder was, dadurch öffnest du ja wieder diesen Kanal, dadurch wirst du durchströmt, dadurch wirst du geheilt, dadurch wirst du harmonisiert. Und dadurch kommst du wieder in einen ganz anderen Raum rein, in dem du eine ganz andere Denke hast und dementsprechend auch ein ganz anderes Verhalten. So, und am Ende des Tages stehst du halt da, du nimmst sicherlich noch schlimme, schlechte, böse, üble Sachen in der Außenwelt wahr, aber du lässt das nicht mehr an dich rankommen, weil du dann immer wieder Entscheidungen triffst, die dich nicht energetisch schwächen, sondern die dich stärken, die dir Freude bereiten, die anderen Menschen Freude bereiten. Ja, und dann wird es irgendwann mehr wie so ein Schauspiel, Theaterspiel, Fernsehen gucken, irgendein Programm, wo man dann sagt, ach so, das läuft da gerade, auch alles klar, festgestellt, wahrgenommen, kann weg. Oder ne, ich schalte mal um. Na, welche Entscheidung du dann triffst, liegt ja wieder bei dir. Ich meine, es ist völlig klar, dass eine Entscheidung, die du triffst, bei dir liegt. Also das war sozusagen doppelt gemoppelt. Aber das heißt nicht automatisch, dass du, wenn du irgendwas wegnimmst, irgendwas wahrnimmst, was übel und böse ist, dass du davon wegläufst. Für manche mag die Berufung sein, dieses Übel zu bekämpfen, auf welche Art und Weise auch immer. Mhm. Weil das Übel muss ja irgendwann mal weg. Und bekämpfen ist wieder, das ist wieder komisch, weil, also da muss ich vorsichtig sein, weil auf der Bewusstseinsseite geht nicht etwas weg dadurch, dass du es bekämpfst, sondern dass du es aus deinem Bewusstsein entfernst. Auflösen finde ich viel schöner als Wort, ne? Richtig, ja. Das wäre Kapitel 24 im Master Key-System. Du sollst erkennen, dass es kein Außen gibt, dass es keinen anderen gibt, dass das deine eigenen Bewusstseinskonstrukte sind. Genauso wie wir uns jetzt diese Bewusstseinskonstrukte schaffen, während wir diesen Podcast haben. Mhm. Wir sollen ja, und hier kommen wir wieder in unsere Freimaurer-Illuminaten-Ecke rein, wir sollen ja die Illusion der Trennung, das ist ja sechste Chakra, das Brauen-Chakra, wir sollen die Illusion der Trennung überwinden. Wir sollen aus der Sicht der zwei Augen in die Sicht des einen Auge kommen, nämlich in die Einsicht, in die Sicht des allsehenden Auge Gottes. Wir sollen alles sehen und nicht nur so dies oder das, was ja durch unsere duale Welterfahrung uns präsentiert wird.
Aber das ist halt unsere Aufgabe, uns aus diesen primitiven Ebenen zu entfernen und auf die höheren Ebenen zu steigen. Aber dafür müssen wir eben uns diese Grundlagen schaffen, über die wir uns die letzten Wochen und Monate unterhalten haben. Das ist halt eine Runde komplex. Und wenn du dich nicht irgendwann mal begibst auf diese Reise, da mal die ersten Schritte unternimmst und sagst, okay, ich lasse mich drauf ein, ich weiß nicht, wo es hinführt, aber es wird schon irgendwie geil werden, dann kommt das eben nicht. Dann kommst du auch nie in das Verständnis der Zusammenhänge der verschiedenen Dinge. Dann bist du auch nicht in der Lage, ich möchte mal sagen, weltpolitische Ereignisse wie jetzt diese ganze C-Inszenierung zu erkennen, zu verstehen. Ja. Zu erkennen und zu verstehen und einzuordnen. Dann bist du sozusagen am empfangenden Ende. Es wird dir etwas aufgedrückt und du findest dich vielleicht irgendwo wieder, wo du dich im Prinzip, wo du, ja, wo es im Prinzip ein Gefängnis ist. Ja, ich wusste jetzt nicht so, you feel like being in a prison. Ja, du atmest zwar noch, aber die Regierung sagt dir, du darfst nicht raus. Die Regierung sagt dir, du darfst nur mit Maske raus. Diese Regierung sagt nur, du darfst nur mit einem negativen Test oder so in da rein und da einkaufen gehen. Ich meine, das ist wie im Knast. Ja. Das muss man sich mal vor Augen halten. Das ist wie in einem Freiluftgefängnis. Ja, und das Schöne oder Schlimme dabei, wenn du dann deinen Blick ein bisschen weiter streifen lässt, dann siehst du, dass in anderen Ländern es ja gar ganz anders funktioniert und trotzdem bleibt der brave deutsche Bürger in seinem Gefängnis. Ja, aber auch das ist vollkommen in Ordnung und legitim. Das ist eine Erfahrung. Dem großen Ganzen ist es sowieso egal. Das große Ganze sortiert über kurz oder lang all das, was nicht lebensrichtig ist, aus. Wenn der Sache Prinzip fehlt, fehlt der Sache Lebenskraft. Und das, was keine Lebenskraft mehr hat, stirbt. Punkt, Ende, aus. Wie dieses Sterben und über welchen Zeitpunkt dieses Sterben stattfindet, ist völlig irrelevant. Das große Ganze will sich nur erfahren und es will sich verbessern. Und das Verbessern heißt ein Hinzufügen von Energie, das heißt vom niedrigeren Potenzial zum hohen Potenzial. Und all jene Elemente, die sich weigern an dieser harmonischen Vorwärtsentwicklung des großen Ganzen teilzunehmen, die erfahren dann halt Schmerz, Leid, Einschränkung in all ihren oder deren, was weiß ich, Facetten. Was kannst du denn als Tipp, als Impuls auch mitgeben für die, die durchaus schon, ich sag jetzt mal, über das letzte Jahr ganz gut durchgesteuert sind, die ihre Entwicklungsstufen genommen haben, die den Prozess auch schon deutlich besser verstanden haben als andere, wobei das schon wieder eine Wertung ist, also die für sich schon auch immer wieder in der Mitte Ruhepol gefunden haben und die trotzdem, also ich spreche da auch durchaus von mir selbst, ich habe im Moment oft das Gefühl, dieses Kollektiv zu spüren und auch es gibt in meinem Leben hier so keine Repressalien und ich lebe souverän und ich versuche, die Hand zu reichen und wirklich authentisch mich zu zeigen. Und trotzdem habe ich auch so dieses, wo soll das noch hingefühl? Das ist, wenn ich versuche, einen Blick in die Zukunft zu werfen für unser Land, für die Menschen. Och, da kann ich noch nicht richtig. Da ist noch ein unwohles Gefühl im Solarplexus. Ja, das ist auch vollkommen in Ordnung, denn Tatsache ist, und sonst wäre es anders, dass die Menschheit kollektiv noch nicht aufgewacht ist, dass einige weniger aufgewacht sind, die erkannt haben, dass die gegenwärtigen Wirtschafts- und Politikstrukturen und gesellschaftlichen Strukturen fertig haben. Um es mit Trapattoni auszudrücken. Die haben fertig. Flasche leer, genau. Und die eben schon die ersten Anstrengungen unternehmen, sich zu organisieren. Mhm. Und das heißt, die Machtstrukturen oder die Macht zu dezentralisieren. Denn was wir jetzt gerade sehen, ist eine Zentralisierung von Macht, eine Bündelung von Macht. Da gibt es auch ein schönes undeutsches Wort für, das heißt Faschismus. Weil das kommt aus dem Italienischen.
das ist das Bündel. Wenn etwas, wenn Macht gebündelt wird, ist Faschia oder Fascia. Ich weiß nicht, heißt das Fascia? Faschia? Fascia. Mhm. Egal. Faszien, eingedeutscht in unseren Zwischenmuskeln da, oder die Faszien. Mhm, Faszien. Das heißt, das ist Faschismus, was hier stattfindet. Blanker Faschismus, das ist Machtbündelung. Das ist die Machtbündelung, die von machtgierigen, geilen, empathielosen Menschen der Masse aufgedrückt wird, weil die Masse es durch Unterlassung vermieden hat, sich selbst zu organisieren. Es gibt ja immer zwei Seiten. Das ist das eine, was einem angetan wird, und das eine, was man sich antun lässt, was zulässt. Und wir haben es halt kollektiv zugelassen, dass diese Macht in immer weniger Hände gelangt ist. Und wir haben uns sozusagen kaufen lassen. Wir sind alle kollektive Nutten sozusagen. Ups. Wir haben uns kaufen lassen durch ihr. Wir haben uns kaufen lassen durch iPhones, durch Gadgets, durch Materialismus. Wir haben uns ablenken lassen. Wir haben uns kaufen lassen durch große Fernseher. Wir haben uns kaufen lassen dadurch, dass wir abgelenkt wurden. Wir sind entertained worden. Wir sind unterhalten worden. Wir haben uns unterhalten lassen. Wir haben uns mit irgendwelchem Schwachsinn die Zeit vertrieben. Wir haben die Zeit vertrieben. Mit irgendwelchen Dingen, die keinerlei nennenswerte Rendite abwerfen. Und wessen, in Anführungszeichen, Schuld ist denn das? Wer hat denn da die Verantwortung? So, und wenn die Masse so ist, dann gibt es eben auch für sie Ursache und Wirkung. Und diejenigen, die aufwachen, die verabschieden sich von den Mainstream-Medien, die verabschieden sich von den Social-Medien, die verabschieden sich oder benutzen sie selektiv, es ist ja nicht immer nur so ein An- und Ausschalten, die verabschieden sich vom Fernseher oder benutzen den sehr selektiv, die verabschieden sich von Freunden, von Organisationen oder benutzen sie sehr selektiv. Ja, ich würde gern noch eine Stufe weiter hören. Also, und ich brauche jetzt noch was Positives, Helma. So geht das. Das ist alles positiv. Das ist alles positiv. Wir müssen halt erstmal, du musst, wenn dich eine Biene, oder sagen wir so, du arbeitest irgendwo im Wald oder im Garten und du haust hier einen Splitter rein. So, du musst erstmal erkennen, dass da ein Splitter drin ist, der dir Unbehagen. Aber das haben, glaube ich, viele unserer Zuhörer tatsächlich erkannt. Ich meine, ein paar Monate sind wir jetzt auch schon miteinander unterwegs und gerade auch in diesen Portalen, wo ja auch unsere Nachrichten laufen, sind ja schon deutlich andere Menschen oder der Fokus dieser Menschen ist schon deutlich anders gelagert, ja, und der Entwicklungsprozess ist schon anders durchlebt. Und dennoch, ich sage, ich kann nur von mir sprechen, es ist alles gut in meinem Feld und Familie und auch meine Eltern und das Impfthema und alles schön. Trotzdem, wenn ich dann für unser Land, für die Menschen hier versuche zu spüren und auch bestimmte Menschengruppen dann erlebe, dann kriege ich ein flaues Gefühl in der Magengegend und denke, hups, naja, das Pendel anders oder wann ist der Point auf, Englisch, also wann kommt der Drehpunkt? Genau. Der Wendepunkt. Der Wendepunkt, ja. Der Wendepunkt. Naja, der kann sehr schnell kommen, wenn eine kritische Masse erreicht ist. Und bei mir ist die kritische Masse bei 68%. Weil das ist völlig unwissenschaftlich. Das ist so Fibonacci 1,6818 etc. Das heißt also 62% müssen erreicht sein. 38% können irgendwo noch auf der negativen Seite rumwandeln und anders sein. Aber 62% müssen den Kaffee gerochen haben, wie es so auf Englisch so schön heißt, und auf der positiven Seite sein. Und das dauert. Und wenn du mittendrin bist, vielleicht geschieht es nicht in unserer Lebenszeit. Wer weiß.
wir bestimmte Entwicklungen dauern eben über Generationen. Und es gibt welche, die planen über Generationen. Wir sind halt leider so getaktet, dass wir entweder gar nicht planen oder nur sehr kurzfristig denken. Wir können gar nicht mehr jahresüberfassend, generationenüberfassend denken, weil wir im Prinzip uns so haben verblöden lassen von einem System, das es nicht besser wollte. Weil es eben keinen Nutzen daraus zieht, dass die Masse wissend, weise, souverän, selbstbestimmt ist. Weil wir halt aus vielen Gründen einigen wenigen das Denken überlassen haben und dementsprechend das Entscheiden überlassen haben. Es ist halt so, wir befinden uns halt in einer Aufwachphase und diese Aufwachphase ist von viel Unruhe begleitet. Und da müssen wir jetzt einfach durch. Aber in dieser Unruhe hast du immer noch unendlich viele Entfaltungsmöglichkeiten zum Positiven, zum Schönen, zum Genussvollen. Inseln schaffen. Mhm. So ist es. Und Schlusssatz noch zu diesem vorherigen Komplex. Der Faschismus, der jetzt gerade in vielen Ländern stattfindet, die Machtbündelung, die in vielen Ländern stattfindet, dieses sich Aneignen von Macht, kann eben auch auf der anderen Seite stattfinden, kann auf unserer Seite stattfinden, kann auf Seiten der Masse stattfinden, dass die sich eben die eigene Macht wieder zurückholt. Weil die Machtvollen da oben sind ja nur dadurch machtvoll, weil die Masse blind mitmacht. Wenn die Leute kollektiv sagen würden, ihr könnt euch eure Impfung in den Arsch schieben, dann macht das keiner. Dann bleibt das leer, genau wie bei der Schweinegrippe. Aber wir sehen zwischen 2009 und 2019, in dieser Dekade, sehen wir, dass die Menschheit noch weiter kollektiv weiter verblödet ist, weil jetzt viel mehr Menschen zur Impfung rennen, als damals zur Schweinegrippe-Impfung, obwohl es genau dieselbe Sache ist. Ja, wobei lass mich dir da nochmal meine Sicht der Dinge auch sagen. Gut, vielleicht war ich bei der Schweinegrippe, die zog so an mir vorbei. Also da bin ich auf irgendwelche Angstgeschichten selber nicht eingestiegen und es passierte auch nicht in meinem Umfeld. Ich glaube, dass dieses C-Thema schon ganz schön doll gespielt wurde. Also deutlich mehr als die Schweinegrippe aus meiner Empfindung. Gut, ist halt nur meine Wahrnehmung. Und was ich dir ja auch schon gesagt habe, dass eben durch diese Angst genug Menschen dabei sind, die angstvoll zu der Impfung rennen, weil sie wirklich es nicht besser wissen und denken, wenn sie diesen Peaks da kriegen, dann seien sie irgendwie geschützt, ja, und vielleicht sogar ihre Kinder. Also ich will nicht allen die komplett Verblödung an der Stelle so zu unterstellen, genau, sondern wirklich diese Angststeuerung so massiv funktioniert hat, dass die Leute dann gar nicht mehr anders können. Naja, und aber Angst lässt du zu. Ja. Angst ist nicht automatisch da, die lässt du zu. Und die wird dann umso stärker zugelassen, je schwächer du selbst bist. Und jetzt mal ehrlich, Butter bei die Fische zwischen dir und mir. Wer ist für unsere Stärke verantwortlich? Du oder andere? Für unsere Stärke bist du selbst verantwortlich. Schöne Frage. Entscheidest. Ich dachte, jetzt kommt hier mal was Echtes mit Butter bei die Fische. wir sind vegetarisch, da gibt es keine Fische. Und die gibt es nur konzeptionell. Niemand entscheidet, niemand zwingt dich irgendwo zu arbeiten. Niemand zwingt dich, irgendwo einkaufen zu gehen. Niemand zwingt dich, bestimmte Medien zu konsumieren. Niemand zwingt dich. Du bist auch in diesem momentan sehr faschistischen System, hast du Freiheiten und zwar sehr, sehr viele. Sehr viele. Ich bin ja auch bei dir, ja. Trotzdem muss ich dir sagen, das, was ich da in meinen Ausbildungen auch mitnehmen durfte, es gibt ja verschiedene Typen von Menschen, ja. Und ganz viel ist bei der Struktur, die intrauterin im Mutterleib oder bis zum ersten anderthalbten Lebensjahr ungefähr. Dieses Urvertrauen von Mutter und in der Interaktion Mutter-Vater nicht bekommen hat, ja. Und wenn das schon fehlt, dann hast du schon mal eine erste ganz große Angst drin. Das sind
Menschen, die dann auch ganz oft Themen haben im Bereich Niere, Blase etc. Also ich will es jetzt hier auch nicht therapeutisch werden lassen. Ich will es dir nur einmal reingeben. Ich sehe da draußen, weil das, was ich auch gelernt habe in dieser ganzen Ausbildung, wie man allein auch schon an der Körperstruktur und so weiter diese Menschen dann einschätzen lernen kann und deren Themen eben erkennen kann. Und ich sehe viele, die wirklich mit diesem ersten fehlenden Urvertrauen unter uns sind. Und das ist einfach ein Megaklick, wenn dann medial, was ja ein Riesenpropagandading ist, das gespielt wird, und das ist ja alles bewusst ineinander gebastelt worden, dann kannst du nicht sagen, ja, mach die Angst weg. Ich weiß natürlich, was es heißt, Angst zu haben. Ja, also. Natürlich, was heißt, natürlich kannst du sagen, mach die Angst weg, aber du darfst halt eben auch anerkennen, ich meine das jetzt komplett neutral, du darfst anerkennen, dass alles eben auch ein Prozess ist, eine Reise ist. Wenn du nicht irgendwo anfängst, kommst du auch nicht ans Ziel. Wenn du nicht den ersten Schritt machst, beendest du auch die Reise nicht irgendwie. Und heutzutage, insbesondere durchs Internet, haben wir alle Informationen auf Abruf, kostenlos. Und niemand kann sich mehr aus der Verantwortung stehlen und sagen, ich habe es nicht gewusst. Lass mich das kurz. Als ich gesagt habe, ich habe es nicht gewusst, faktisch ist es ja so, du hast es nicht gewusst. Du kannst nicht mehr sagen, ich konnte es nicht wissen. Faktisch ist, du hast es nicht gewusst, aber du kannst nicht mehr sagen, ich konnte es nicht wissen. Wenn du es wissen willst, wenn dir deine Veränderung zum Positiven, zum Lebensrichtigen, zum Freudvollen, zum Liebevollen, zum höheren Potenzial am Herzen liegt, kannst du es wissen. Kannst du Wege einleiten. Dazu brauchst du noch nicht mal das Internet. Du musst dich im Prinzip nur aus der Welt des Menschen entfernen, soweit es geht, und wirklich wieder Kraft schöpfen, Urvertrauen bekommen. Wir haben das Chakrasystem. Wir wissen, dass wir ein Teil der Natur sind. Die Natur ist nicht uns quasi vorgesetzt worden wie ein Aldi oder ein Lidl, sondern das ist das, woraus wir hervorgegangen sind. Und das ist das, was uns überhaupt am Leben hält. Denn ohne Luft und ohne Wasser und ohne Erde und Feuer wären wir am Ende. Da gäbe es uns nicht. Und dementsprechend dürfen wir auch gerne das wieder in Anspruch nehmen und uns reenergetisieren. Das ist ja keine Raketenwissenschaft, wovon wir sprechen. Wir sprechen von wirklich einfachen Schritten. Aber ich weiß, es mag ein bisschen streng sein, aber wenn wir zu bequem sind, zu faul sind, diese Schritte in Anspruch zu nehmen, und da schließe ich mich in bestimmten Bereichen noch nicht mal aus, ich rede ja auch zu mir selber zum Teil, darf ich mich eben auch nicht wundern, dass sich keine Besserung einstellt. Also wenn wir jetzt nach Holofeeling gehen, dann reden wir die ganze Zeit in einem Selbstgespräch. Übrigens auch ein interessanter Aspekt, dass alles das, was da draußen passiert und auch jetzt in unserem Kontakt, eigentlich von uns ja selbst kreiert, alles selbst erschaffen. So. Auch der jetzt oder die jetzt zuhört, ist ja, es gibt uns ja nicht. Das ist ja wieder eine Projektion ihres oder seines eigenen Bewusstseins. Dementsprechend, weil es ja nur ein Bewusstsein gibt. Und wenn dieses Bewusstsein denkt, zeigt es sich halt in vielerlei Form auf. Und das nimmt übrigens auch ein bisschen Spannung und dann Angst aus dem System. Dieser Gedanke zu sagen, okay, das ist das Spiel meines Geistes. Und ich kann das dann auch einfach auflösen. So. Richtig. Und die ganze Sache ist, und das ist die Gegenseite dieser ganzen Strenge, ist ja, dass das Ganze, hast du ja gerade gesagt, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel meines Geistes. Aber die Betonung liegt auch, es ist ein Spiel. Das darf leichtherzig ablaufen. Und selbst die Schwere, die Strenge, hat eine leichtherzige Komponente. Ach, ich finde, damit könnten wir es vielleicht für heute bewenden lassen. Du bist gespielt, der strenge Papa gewesen, und ich wollte eigentlich nur eine Umarmung an die Menschen daraus schicken. So. Ja, das ist ja das Schöne, diese Strenge ja eine Ordnungs- und eine Regelstruktur ist, die es uns dann wiederum erlaubt, leichtherzig und freudvoll und genussvoll und liebevoll und stark und kräftig zu sein. Genau, und ich bin du und du bist ich. Oh, so das war ein Kracher, oder? Der war geil. Gut,
mein Lieber, ganz, ganz herzlichen Dank für dieses wundervolle Gespräch. Wenn du magst, kannst du noch einen Satz sagen für unsere Zuhörer. Ich schicke schon mal mein Lächeln raus und dir gehört das Ende. Es war mir ein Fest. Toll. Oh, jetzt habe ich doch noch was gesagt. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.